Am Ostrand der Schwäbischen Alb liegt von Hügeln eingerahmt eine riesige Senke. Ihre Geschichte gibt uns bis heute Rätsel auf. Ist das ein toller Ausblick? Wir sind jetzt hier auf dem Ipf bei Bopfingen und vor uns liegt eine riesige kreisrunde Ebene, die durch ein ganz besonderes Ereignis vor etwa 15 Millionen Jahren entstanden ist. Innerhalb von nur wenigen Sekunden wurde hier buchstäblich alles auf den Kopf gestellt, mit weitreichenden Folgen. Und was das für Folgen sind? Und was das alles mit dem Boden unter unseren Füßen zu tun hat? Das sind total spannende Geschichten. Hätten Sie zum Beispiel gedacht, dass man im Nördlinger Ries Diamanten finden kann? Warum gibt es ausgerechnet hier so viele Getreidefelder? Und wieso fliegt jedes Frühjahr eine Drohne über sie hinweg? Welche Verbindung besteht zwischen so seltenen Tieren wie Wildbienen und Kröten und der Herstellung von Zement? Welche wichtige Rolle spielte das Ries bei den Mondlandungen? Was macht das Spielfeld des FC Bayern München geradezu außerirdisch? Und was hat all dies mit diesen unscheinbaren grauen Steinen zu tun? Spannende Rätsel, denen wir heute auf den Grund gehen. Genau an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern liegt Nördlingen. Die Stadt befindet sich im Ries, einer kreisrunden Senke, die gut 60 Meter tiefer liegt als ihre Umgebung. Das Ries hat einen Durchmesser von etwa 25 Kilometern. Der Ackerbau prägt die Landschaft im Nördlinger Ries schon seit Jahrtausenden. Denn die Böden hier sind wesentlich fruchtbarer als auf den umliegenden Höhen der Alp. Das Ries ist eine bedeutende Kornkammer im Süden Deutschlands. Tausende Tonnen Weizen, Gerste und Mais ernten die Riesbauern jedes Jahr. Diese Fruchtbarkeit, gepaart mit harter Arbeit, hat die Region reich gemacht. Und den Grundstein für diesen Reichtum hat die Geologie gelegt. Unter den Äckern im Ries liegt ein Gestein, das in Deutschland nahezu einzigartig ist. Suewit. Benannt nach dem Ort, an dem es vorkommt. Wir befinden uns in Schwaben und Suewit ist einfach nur der Fachausdruck für Schwabenstein. Schon die alten Römer wussten den Suevit und die durch ihn fruchtbaren Böden zu schätzen. Das Ries und sein Umland waren im 1. Jahrhundert Teil der römischen Provinz Rätium. Von Rätium leitet sich wohl auch durch jahrhundertelange Verballhornung der Name Ries ab. Tausende Legionäre sichern damals die Nordgrenze des römischen Reichs, den rätischen Limes. Und sie alle müssen essen. Jede Kohorte ist selbst für ihre Verpflegung zuständig. Das Grundnahrungsmittel der Legionäre, Getreide. Um es zu verarbeiten, benutzen die Römer einfache Handmühlen. Die tägliche Standardration besteht aus gekochtem Getreidebrei. Für ausreichend Nachschub sorgen überall im Römischen Reich Villae Rusticae. Die sind sowas wie Aussiedlerhöfe, deren Bewohner die umliegenden Felder bestellen und so die römischen Garnisonen versorgen. Auch im Ries stand vor 2000 Jahren eine Villa Rustica. Direkt neben ihren Fundamenten liegen noch heute Getreideäcker. Da
Dabei waren die Römer nicht einmal die Ersten, die sich die geologischen Gegebenheiten zunutze machten. Wenn wir noch gut 500 Jahre weiter in die Vergangenheit zurückgehen, treffen wir im Ries die Kelten. Sie waren Handwerker, Händler und Bauern. Auch sie bauten hier bereits Getreide an und backten in Lehmöfen daraus einfache Brote. Das Ries war also schon zur Keltenzeit ein wahres Getreideschlaraffenland. Berühmt wurden die Kelten als furchtlose Kämpfer. Immer wieder kam es zu Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Stämmen. Um ihre Siedlungen vor Angriffen zu schützen, nutzten die Kelten natürliche Anhöhen. Auf dem Ipf hinterließen sie dabei unübersehbare Spuren im Stein. Sie trugen den Gipfel komplett ab und terrassierten ihn aufwendig. Wälle, Trockenmauern und Zäune schützten das Dorf vor feindlichen Angreifern. Und wenn man über die Römer und Kelten hinaus noch weiter in die Vergangenheit des Rieses zurückgeht, findet man Beweise für Krieg und Gewalt sogar schon in der Steinzeit. Und zwar im Inneren dieses Kalkfelsens, der wie eine Insel in der Rieskraterebene liegt. In dem verkarsteten Gestein befinden sich die Offnet-Höhlen. Und die hüteten bis 1908 ein makabres Geheimnis. Die echten Funde sind natürlich längst im Museum. Aber Dr. McGlynn von der Bayerischen Staatssammlung für Anthropologie hat keine Mühen gescheut, für uns nachzustellen, was hier ausgegraben wurde. Dr. McGlynn, das sieht ja wirklich sehr beeindruckend aus, würde ich sagen. Was hat man genau gefunden? Also was man genau gefunden hat, waren zwei Kopfbestattungen. Eine kleine Kopfbestattung mit 6 Schädel und eine größere mit 28. Als die Archäologen unter Professor Schmidt kamen, haben sie dann ungefähr 80 cm unter die Oberfläche diese zwei große Schädelnester gefunden. Wie schätzen Sie das Alter ein, dieser Schädel? Also unsere neuesten Ergebnisse von der Radiokarbon-Datierung, die in Oxford gemacht wurden, wir sprechen von ca. 6400 vor Christi. Wow, also wenn man es auf heute übersetzt, vor 8500 Jahren. Richtig, also da war das Ries dann offensichtlich schon besiedelt. Oh, es war schon viel früher besiedelt, ja. Okay. Ja, also diese Gegend, das war natürlich besiedelt auch schon von Neandertalmann, also viele Jahrtausende früher. Gut, das ist natürlich, sagen wir mal, auch meteorologisch fast denkbar, dass man hier schon früh gewesen ist. Ne? Der Krater ist tiefer gelegen, die Bedingungen sind besser, wärmer wahrscheinlich als oben auf der Hochalb. Dann haben wir natürlich auch von den Tieren her, von den Pflanzen bessere Bedingungen. Das Wasser natürlich auch ein Thema, was von den Hängen dann runterläuft, zur Verfügung steht. Also wirklich denkbar, dass die Verhältnisse im Ries richtig gut gewesen sind. Ne? Die waren ganz bestimmt gut. Ein Ort also mit begehrten Ressourcen. Wenn wir noch mal ein bisschen was Hypothetisches versuchen, ich meine, wir Wissenschaftler tun das nicht so gerne, aber war das ein gewaltsamer Tod? Das ist auf jeden Fall ein gewaltsamer Tod gewesen. In diese zwei Schädelnester hat man Kinder, Frauen, Männer gefunden. Das sind insgesamt 34 Schädel. Die sind alle gewaltsam zu Tode gekommen. Ja. Kann man sich vorstellen, was der Grund für ein solches Massaker gewesen sein könnte? War das Streit um Wohnraum oder was war das? Ich denke, das, was wir hier haben, ist ein Szenario, wo eine Jäger-Sammler-Gruppe eine andere überfallen hat. Ich denke nicht, dass es ums Wohnraum ging. Der Raum war sehr groß zu der Zeitpunkt, vermutlich auch sehr dünn besiedelt. Also es ist wirklich die Situation, die am plausibelsten ist, ist, dass eine Gruppe eher schutzlos war, diese Frauen, diese Kinder, wenige Jäger im Lager und sie wurden überfallen und abgeschlachtet. Und sieht man konkret was an den Schädeln, wo man sagen kann, oh ja? Die meisten Schädel haben auch Spuren drauf. Wir sehen sehr gut, wo entweder Steinbeile oder Hirschgeweihbeile verwendet wurden, um diese Schädel einzuschlagen, um diese gewaltsame Tod herbeizuführen. Und auch Schnittspuren zum Beispiel an den Halswirbeln durch die Enthauptung. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen ein paar Sachen zeigen in unser Labor. Sehr, sehr gerne. Die wertvollen Originalfunde werden im Magazin der Bayerischen Staatssammlung in München aufbewahrt. Was die Untersuchungen an den Schädeln ergeben haben, erinnert mich an die knifflige Spurensuche in einem Tatort-Krimi.
Also was wir hier haben, ist eines der Originalschädel aus Offnet. Und was sofort zu erkennen ist, sind diese sehr markante Einschläge. Und vermutlich ist es auch mit so einem Gerät gemacht worden. So ein Steinball wurde auch in Offnet gefunden. Einige von den Halswirbeln haben diverse Schnittwunden auf der vorderen Seite der Wirbelkörper. Und diese entstanden durch so ein Steinmesser, als der Kopf abgetrennt wurde. Mit einer sägeartigen Bewegung. Das sind sehr feine Schnitte, aber diese Werkzeuge haben eine extrem scharfe Klinge gehabt. Ja? Viel schärfer teilweise sogar als Metall. So war das in der Steinzeit. Harte Zeiten. Es regierte das Recht des Stärkeren. Daran änderte sich auch bis zum Mittelalter nicht allzu viel. Die Ressourcen des Rieses waren begehrt und die galt es zu schützen. Mit Burgen. Die Harburg ist die am besten erhaltene Stauferburg in Deutschland. Erstmals im 11. Jahrhundert erwähnt, thront die Harburg noch heute majestätisch über den Ufern der Wörnitz am Südostrand des Nördlinger Rieses. Durch Handel und Messen wuchs der Wohlstand der Riesbewohner weiter an. Sie gründeten bedeutende Klöster, wie hier in Mönchsdeggingen, und bauten prächtige Wallfahrtskirchen. Manche, wie Maria Brünnlein bei Wemding, erstrahlen noch heute in vollem Glanz. Andere dagegen, wie das Kloster Christgarten bei Ederheim, haben ihre besten Tage bereits hinter sich. Der Baustoff für die Gemäuer war genau der gleiche, der auch für die fruchtbaren Böden sorgte. Suevit. Er wurde in nahegelegenen Steinbrüchen abgebaut, behauen und für zahlreiche Bauwerke in der Region verwendet. Die Altstadt Nördlingens ist besonders reich an Suevit-Baukunst. Schon 1215 wurde Nördlingen Reichsstadt und war ein überregional bedeutender Handelsplatz. Gesichert mit einem beeindruckenden Schutzgürtel. Diese Stadtmauer hier ist eine der am besten erhaltenen in ganz Deutschland. Erbaut wurde sie im 14. Jahrhundert, größtenteils aus Suevit. Suevit hatte nicht nur den Vorteil, dass er direkt vor Ort verfügbar war. Dieses Gestein ist auch relativ weich und damit leicht zu bearbeiten. Und so bauten die Nördlinger auch das Wahrzeichen des Rieses aus Suevit, die St. Georgskirche. Ihren Turm nennen sie liebevoll Daniel. Und wer mag, sollte unbedingt auch die 350 Stufen bis zur Aussichtsgalerie hinaufsteigen. Dazu sollte man allerdings einigermaßen fit und schwindelfrei sein. Hier bin ich jetzt gut 80 Meter über dem Boden, habe einen tollen Blick über die Altstadt von Nördlingen und da hinten sieht man sogar den Kraterrand. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie sind diese Steine und vor allem dieser riesige Krater überhaupt entstanden? Die Suche nach der Antwort führt mich von Nördlingen aus gesehen etwa 7 Kilometer nach Westen. Historiker und Geologen sind sich ziemlich einig, dass die Steine für die St. Georgskirche in Nördlingen von hier stammen, aus dem schon längst stillgelegten Steinbruch Alte Bürg. Boah, das war bestimmt kein Vergnügen, hier um 1450 Steine zu klopfen. Aber der hartnäckigen Arbeit der Steineklopfer haben wir nicht nur die Kirche zu verdanken, sondern auch diesen wunderbaren geologischen Aufschluss. In der Felswand hier hinter mir, da kann man so eine trichterartige Struktur erahnen.
Und die hat man lange für den Schlot eines Vulkans gehalten. Und als man im 18. Jahrhundert anfing, sich zu überlegen, wie der Rieskrater denn entstanden sein könnte, da war für die frühen Geologen eine ganz logische Antwort: Das war ein gewaltiger Vulkanausbruch. Diese war für die Wissenschaftler auch die folgerichtige Erklärung für das reiche Ackerland im Rieskrater. Schließlich sind vulkanische Böden besonders fruchtbar. Vulkanische Landschaften bieten vielfältige Lebensräume und beheimaten deshalb oft viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Durch die intensive Landwirtschaft wurde der Artenreichtum im Ries eingeschränkt. Aber manche Tiere haben sich mit dem Menschen arrangiert und kommen in der Kulturlandschaft gut zurecht. Auf den Feldern finden unter anderem Hasen und Kiebitze ihr Auskommen. Und ein äußerst seltener Greifvogel nimmt jedes Jahr die lange Anreise aus Afrika auf sich, um im Ries zu brüten. Die Wiesenweihe. Für den Schutz dieser Vögel engagiert sich seit 20 Jahren Konrad Bauer. In seiner Freizeit klappert der Berufskraftfahrer die Felder ab, auf der Suche nach den Nestern der Wiesenweihen. Dazu hat er sich ein Hightech-Gerät gebaut, das ihm einen ganz besonderen Blick auf das Leben der Vögel ermöglicht. In erster Linie ist die Wiesenweihe durch Fressfeinde gefährdet, die die Nester ausplündern. Wenn man ans Nest geht, hinterlässt man unweigerlich immer eine Spur. Dies kann man verhindern, wenn man mit der Drohne heranfliegt. Man hat alle Ergebnisse, alle Daten, die man braucht zum Schutz. Und man verursacht keine Spur. Es gibt hierzulande nur etwa 400 bis 450 Brutpaare von diesem Vogel. Er ist also sehr selten. Und ich denke, das ist schon wert, dass man den Aufwand betreibt, um diese Vogelart vor dem Aussterben zu bewahren. Es geht um eine Art Volkszählung. Wie viele Brutpaare ziehen wie viel Nachwuchs auf und wo genau brüten sie? Wenn die Nester zwischen den Getreidehalmen schwer auszumachen sind, greift Konrad Bauer zu seiner Geheimwaffe. Seine Drohne ist nämlich auch mit einer Wärmebildkamera ausgestattet. So kann er Nest- und Elternvögel als helle Flecken auf dem kühleren, lila eingefärbten Feld erkennen. Die Störung gefällt der werdenden Mutter natürlich nicht. Sie versucht, die Drohne zu verscheuchen. Sobald Konrad Bauer die Koordinaten des Nests und die Gelegegröße ermittelt hat, holt er seine Drohne zurück. Und das braun gefiederte Weibchen kann in Ruhe weiter brüten. Währenddessen ist das überwiegend grau gefärbte Männchen auf Futtersuche. Es patrouilliert entlang der Ackerränder und hält Ausschau nach Mäusen. Dabei jagt das Männchen für zwei. Es muss nämlich auch seine brütende Partnerin verpflegen. Bei der Futterübergabe zeigen Wiesenweihen Flugkunst in Vollendung. Schauen Sie mal genau hin, was jetzt gleich passiert.
Mausübergabe in der Luft. Geradezu akrobatisch. Zu ihrem Namen kam Wiesenwein übrigens, weil sie früher vor allem auf Streuobstwiesen brüteten. Seit dieser Lebensraum jedoch immer seltener geworden ist, haben sie sich auch mit Getreidefeldern arrangiert. Bis vor wenigen Jahrzehnten war das auch noch kein Problem. Aber inzwischen ist das Leben auf den Äckern gefährlich für sie. Durch Düngung, schneller wachsende Getreidezüchtungen und den Klimawandel wird das Getreide heute deutlich früher reif als noch vor ein paar Jahrzehnten. Der Erntezeitpunkt hat sich nach vorne verlagert, nicht aber der Zeitpunkt, an dem die jungen Wiesenweiden flügge werden. Früher waren sie längst weg, wenn Anfang September geerntet wurde. Heute kommen die Mähdrescher schon im Juli oder August und die Jungen sitzen noch hilflos im Nest. Um den Nachwuchs zu schützen, zieht Konrad Bauer rechtzeitig vor der Ernte los und markiert in großzügigem Abstand die Nester, in denen noch Junge sitzen. So können die Mähdrescher einen Bogen um die vom Aussterben bedrohten Vögel machen. Ich habe in 20 Jahren, das jetzt den Wiesenweinschutz im Nördlinger Ries betreibe, noch niemals einen Landwirt gehabt, der nicht dabei mitgemacht hätte. Zum einen gibt es eine Entschädigung, aber was noch viel wichtiger ist, ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass sehr viele Landwirte das aus tiefster Überzeugung heraus mitmachen bei dem Wiesenweinschutz. So ermöglicht Konrad Bauer ein friedliches Nebeneinander von Wiesenweihe und Mähdrescher. Das ist einer der seltensten Brutvögel in Deutschland überhaupt. Und die hat sich unser Nördlinger Ries herausgesucht, um hier ihr Jungen großzuziehen. Und schon alleine das ist das Ganze wert. Ein wertvoller Vogel also. Und das Ries birgt noch ganz andere Schätze. Immer wieder liest man Artikel über Diamanten im Ries. Allerdings ist meine Suche bislang wenig erfolgreich. Deshalb wende ich mich jetzt an eine Expertin vom Rieskratermuseum in Nördlingen. Hallo Frau Pöskes. Die Geologin Gisela Pöskes kennt fast jeden Stein im Ries persönlich. Ja, Frau Pöskes, Sie als Profi, haben Sie denn schon mal einen echten Diamanten gefunden? Ja, wirklich. Echt? Und wo war das? Gar nicht weit weg von hier, einige Kilometer nur entfernt. Das ist ja unglaublich. Und hier schauen Sie mal, Herr Plöger, da sind sicher ein, zwei Diamanten drin. Was? Da sind jetzt Diamanten drin? Also das ist so ein Stein, wie ich ihn im Alltag finde. Leider sind die Diamanten so winzig klein, dass Sie sie weder mit dem Auge noch mit einer Lupe erkennen können. Okay. Aber mit dem Mikroskop. Okay. Aha. Also ich sehe jetzt hier ein paar ganz kleine Kristalle. Und das sollen Diamanten sein? Das sind tatsächlich Diamanten. Aber reich werden kann man damit nicht, oder? Leider nicht. Die sind winzig klein. Und ehrlich gesagt, um sie herauszulösen aus dem Muttergestein, braucht man wahnsinnig aufwendige Extraktionsverfahren. Mhm. Und sie sind auch nicht wirklich schön, so grünlich, bläulich, schwärzlich. Also ach, schade, jetzt habe ich hier quasi mal Diamanten und kann damit doch überhaupt nichts anfangen eigentlich. Aber wenn Sie an Schmuck interessiert sind, da habe ich was anderes für Sie. Vielleicht schauen Sie das mal genauer an. Aha. Also das sieht ja fast aus wie... Ja, eigentlich wie Glas, ne? Ja, das ist tatsächlich auch Glas. Das stammt von hier und wurde zum ersten Mal an der Moldau gefunden in Tschechien. Und daher kommt der Name Moldavit. Aha, und dann hat man sich das so erklärt, dass man gesagt hat, ein Vulkan hat das praktisch sehr weit ausgespuckt, dieses Moldavit. Genau. Geschmolzene Gesteinstropfen, die 400 Kilometer weit geflogen sind. Vom Ries bis nach Tschechien. Und von dort tragen Sammler und Händler sie bis heute in die ganze Welt. Allerdings muss man hier auf der Stuttgarter Mineralienmesse zwischen Edel- und Halbedelsteinen aller Art ganz schön lange suchen, bis man tatsächlich einen Stand mit Moldavit findet. Es gibt wenige Händler, die damit handeln, weil es ist nicht so, dass man, wie gesagt, nur hinläuft und es aufhebt. Man muss sich da schon sehr viel Mühe machen. Aber Sammler, die machen sich alle Mühe, wenn sie was suchen. Das ist auch ganz normal.
Es ist ein wertvolles Glas. Es ist ja eins der härtesten überhaupt. Deshalb wird er auch verarbeitet zu Schmuck. Sonst würde er ja gar nicht verarbeitet werden. Na, wenn das so ist, dann greife ich doch mal zu. Gefällt mir gut, das grüne Naturglas. Der hier soll ab jetzt mein Begleiter sein. Schmuck made im Ries. Und das schon vor 15 Millionen Jahren. Und was spricht sonst noch für den vulkanischen Ursprung des Rieskraters? Es gibt ja ähnlich große Vulkankrater wie zum Beispiel den Ngorongoro-Krater in Tansania. Ja. Und da gibt es auch ähnliche Gesteinsformationen, so wie unser Suivit. Der schaut aus wie ein vulkanischer Tuff in der Eifel. Ah ja, und das erinnert mich natürlich sofort an unsere Folge aus Spuren im Steinvulkaneifel. Und wenn man den Tuff zerkleinert, dann kommt ja der Trass raus und daraus wieder kann man ja Zement machen. Genau das wird hier im Ries auch gemacht. Man vermalt den Suivit ganz fein und macht auch ein Trasszement daraus. Und wenn man jetzt die andere Seite betrachtet, was spricht gegen den Vulkanausbau? Eigentlich unsere Diamanten, weil das ja Mikrodiamanten sind, die sind klitzeklein. Und bei einem Vulkankrater, da hätten wir ja richtige Hochkaräter. Aber im Gelände draußen, da können die Ihnen noch richtig was Tolles zeigen. Ja, da gehen wir von mir aus sofort los. Aber vorher müssen wir noch einen Hammer holen. Ja, das machen wir. Während Sven unterwegs ist zu einem stillgelegten Steinbruch, schaue ich mir mal einen an, in dem noch heute aktiv Suivit abgebaut wird. Dass Suivit im Vergleich zu anderen Gesteinen eher weich ist, sieht man schon daran, wie er abgebaut wird. Sprengungen sind nicht nötig. Eine kräftige Baggerschaufel reicht. Suivit wird heute nicht mehr in ganzen Stücken als Baustoff verwendet. Aber zermahlen gibt er einen hervorragenden Mörtel ab. Besonders Restauratoren von historischen Gebäuden schwören auf Suivit-Mörtel. Die Weiterverarbeitung des Suivits findet im Zementwerk der Firma Merker in Harburg statt. Erster Arbeitsschritt: grobes Zerkleinern im Brecher. Anschließend geht es über Förderbänder zur Steinmühle. In dieser Apparatur wird das Material fein zermahlen. Danach läuft das Suivitmehl wieder über Förderbänder zu großen Silos. Dort wartet es dann auf seinen Einsatz als Spezialmörtel. Insekten haben für solche modernen Baustoffe natürlich keine Verwendung. Oder? Honigbienen bauen ihre Vorratslager und Brutzellen bekanntlich aus weichem, selbstgemachten Wachs. Aber einige Wildbienenarten setzen tatsächlich auf deutlich härtere Baumaterialien. Schon Millionen Jahre bevor der Mensch auf die Idee kam, betätigten sich Wildbienen als Maurer. Es gibt sogar Spezialistinnen, die an senkrechten Felswänden ihre Handwerkskünste unter Beweis stellen. Für jedes Ei legt das Weibchen ein individuelles Apartment an und bestückt es für den Nachwuchs mit einem Vorrat an Pollen und Nektar. Später wird die Biene die Öffnung noch zumörteln und die Brut ist dann bestens geschützt. Im Nördlinger Ries findet man eine besonders seltene Art dieser mörtelnden Wildbienen. Hans Schwenninger vom Entomologischen Verein Stuttgart ist auf der Suche nach ihr. Das ist die schwarze Mörtelbiene, die mit ungefähr 1,5 cm Größe zu unseren größeren heimischen Wildbienenarten gehört. Diese Art hat eine besonders faszinierende Lebensweise. Sie ist eine Erbauerin von Mörtelnestern. Hierzu verwendet sie feinen Gesteinsgruß, den sie mit Speichel und Nektar anfeuchtet und daraus den Mörtel für diese Nester fertigt.
Man kann hier noch Reste von Brutzellen erkennen, die bereits vor über 10 Jahren gebaut wurden. Und diese Nester sind sehr beständig gegen Witterung. Und nicht nur das. Sie sind auch hervorragend getarnt. Steinnest auf Steinuntergrund. Für potenzielle Fressfeinde kaum zu finden. Diese Art hatte eigentlich bis in die 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts auch in Städten ihre Nester gebaut, wo Natursteinwände verwendet wurden. Wurde in der Literatur berichtet, dass dort Nester der schwarzen Mörtelbiene zu sehen waren, die dann von vielen als Problem angesehen wurden. Die wurden dann entfernt, weil sie befürchteten, das Gemäuer würde dadurch beeinträchtigt. Aber sie kamen selbst in Stuttgart bis in die Stadtmitte vor, noch vor 100 Jahren. Mittlerweile hat sie fast alle ihre Siedlungsgebiete verloren und kommt nur noch an wenigen Standorten vor, wie beispielsweise hier im Nördlinger Ries, wo sie ihren östlichsten Vorposten in Deutschland aktuell noch hat. Doch auch hier summen die Bienen immer seltener. Wir haben hier an der Felswand Fotos aufgenommen, wo wir die einzelnen Nester markiert haben und haben dann überprüft, ob an den Nestern eine Aktivität festzustellen ist. Und von ehemals insgesamt 34 Nestern hat sich deren Anzahl auf gerade mal 15 halbiert in den letzten 10 Jahren, obwohl eigentlich die Lebensbedingungen für diese Art hier ideal sind. Wir sind eigentlich mit dem Goldberg eine Insel inmitten der Agrarlandschaft des Nördlinger Rieses. Und wir wissen eben, dass Pestizide doch eine erhebliche Wirkung auf Wildbienen ausüben können, aber auch auf andere Insekten. Es steht zumindest zu befürchten, dass dies eine der Ursachen ist, weshalb diese Art hier zurückgeht. Und Forscher in England und in den Niederlanden haben bereits festgestellt, dass mit dem Rückgang von Bienen und anderen Bestäubern auch die von ihnen bestäubten Wildpflanzen zurückgehen, sodass sich hier ein Prozess entwickelt, der durchaus beängstigend ist. Hoffen wir mal, dass uns die Bienen trotz allem noch lange erhalten bleiben und nicht aussterben wie seinerzeit die Ammoniten. So komisch es klingt, die Überreste dieser längst ausgestorbenen Tintenfischverwandten aus dem Jurameer können uns vielleicht helfen, das Rätsel der Rieskraterentstehung zu lüften. War es nun ein Vulkanausbruch oder war es doch etwas anderes? Gisela Pöskes meint, dass sich an diesem Ort bei Huisheim Hinweise finden lassen, die uns der Antwort hoffentlich näher bringen. Also wir sind jetzt in einem Kalksteinbruch. Das sind Meeresablagerungen, die sind über 140 Millionen Jahre alt und wir suchen nach tierischen Versteinerungen. Ah, okay, dann soll ich mal da gucken? Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Dann, das sieht doch ganz gut aus, wenn man da vielleicht mal ein bisschen da unten schaut. Ah, genau. Ja. Nicht überall im Ries liegt der weiche Suivit. Gerade an den Kraterrändern stößt man auf den festen Kalkstein der umliegenden Alp. Deshalb müssen wir hier schon recht kraftvoll zuhauen. Frau Pöskes, schauen Sie mal. Ja. Also ich glaube, das müsste sich mal angucken. Also ich habe das Gefühl, das sieht wirklich aus wie ein Ammonit, oder? Super, dass Sie das erkannt haben. Ja, das ist tatsächlich ein versteinertes Meerestier, was hier vor 140 Millionen Jahren durchs Meer geschossen ist und dann versteinert ist. Und was man hier beobachten kann und auch bei diesen ganzen anderen Objekten, dass sie zusammengedrückt und zerquetscht worden sind. Und man würde jetzt denken, das ist Erosion oder Plattentektonik. Aber hier war es tatsächlich was ganz anderes. Es war ein Einschlag. Also kein Vulkanausbruch, sondern ein Einschlag. Genau, ein Asteroid, der hier mit einer ungeheuren Energie eingeschlagen ist und alles zertrümmert und zerlegt hat, quasi die Schichten wirklich auf links gezogen hat. Was da dann für Kräfte wirken. Das Nördlinger Ries ist also ein kosmischer Einschlagskrater, wie sie auf dem Mond zu Hunderten zu sehen sind. Definitiv kein Vulkankrater, wie lange angenommen. Vor etwa 15 Millionen Jahren durchquerte ein ganz besonderes Flugobjekt unser Sonnensystem, ein Doppelasteroid. Der
größere maß etwa einen Kilometer im Durchmesser und wurde von einem kleineren von etwa 100 Metern Größe umkreist. Als sich die Umlaufbahnen von Asteroiden und Erde kreuzten, gab es für die damaligen Bewohner der Ries-Region kein Entrinnen. Von etwa 300 Kilometern wurde alles Leben ausgelöscht. Was heute so lieblich zum Wandern einlädt, war damals eine Zone völliger Zerstörung. Wenn man im Ries unterwegs ist, dann trifft man immer wieder auf diese Schautafeln. Und zu Recht ist das Ries ein Geopark. Und hier kann man sehen, wie der Asteroideneinschlag wahrscheinlich abgelaufen ist. Am meisten beeindruckt mich, dass der Einschlag erstmal ein über 4000 Meter tiefes Loch in die Erde gehauen hat. Anschließend federte der Boden regelrecht zurück, Millionen Tonnen Gestein waren pulverisiert, fielen als glühender Ascheregen herunter und verbanden sich mit den geschmolzenen Gesteinsschichten am Boden zu Sue Vit. Die oben aufliegenden Kalkschichten am Rand des Kraters wurden durch die Gewalt des Einschlags zum Teil um 180 Grad gedreht, quasi auf den Rücken geschleudert. Aber egal, ob er nun richtig oder falsch herumgeschichtet am Kraterrand liegt, auch Kalkstein wird im Ries abgebaut. Dieser Jurakalk ist die Hauptzutat für Zement. Diese Explosion ist natürlich nichts gegen den Einschlag von damals. Aber wie schon vor 15 Millionen Jahren kann Zerstörung auch neue Chancen eröffnen. Zum Beispiel für eine sehr seltene Amphibienart. Die Kreuzkröte liebt das steinige, offene Gelände mit seinen flachen Pfützen. Im Frühjahr verlassen die Tiere ihre Verstecke unter den Steinen und gehen auf Partnersuche. Wo sich Kreuzkröten wohlfühlen, finden auch Gelbbauchunken beste Voraussetzungen für ihren Nachwuchs. Im Gegensatz zu den Kreuzkröten sind Gelbbauchunken allerdings nicht nur im Schutze der Dunkelheit unterwegs, sondern balzen auch tagsüber. Was für ein Kontrast! Wie das Ries heute wieder vor Leben wimmelt und wie katastrophal der Einschlag vor 15 Millionen Jahren war. Gisela Pöskes präsentiert mir noch ein Zeugnis davon, was für Kräfte damals am Werk war. So, Herr Plöger, ich habe Ihnen ja mal was Schönes mitgebracht. Ja. Schauen Sie sich das mal an. Was meinen Sie, was das ist? Wow, das sieht auf jeden Fall mal spannend aus. Ich würde mal jetzt sagen, Ammonit ist es nicht. Genau, sehr richtig. Gut. Kein Fossil. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Zuckerhut. Ganz genau. Und dann hat man wie so Strahlen, die so ein bisschen kegelförmig auseinandergehen, habe ich das Gefühl. Genau, das ist ein Strahlenkegel. Man kann auch genau sehen, von da ist diese Stoßwelle ausgelöst durch den Asteroideneinschlag, durch das Gestein gelaufen, ist aufgefächert. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Beweis dafür, dass wir wirklich einen Einschlagskrater hier haben. Im Ries sind die sehr selten, aber im Steinheimer Becken, da gibt es die in großen Mengen und noch viel schöner erhalten. Und das Steinheimer Becken ist ja ganz hier in der Nähe, oder? Genau, das ist quasi unser kleiner Bruder. Also praktisch zwei Teile. Ein großer hat hier das Nördlinger Ries gemacht und das Steinheimer Becken von dem kleineren. Aber die sind gleichzeitig dann quasi eingefangen. Mehr oder weniger kurz hintereinander. Wow, echt spannend. Der
Der kleinere Asteroid schlug etwa 40 Kilometer südwestlich von Nördlingen ein. Heute liegt der Ort Steinheim am Aalbuch in der Mitte des etwa 4 Kilometer breiten Kraters. Im Ortsteil Sontheim kann man im Meteorkratermuseum noch mehr Exemplare der versteinerten Druckwellen bewundern. Einer dieser Strahlenkegel hütete lange unbemerkt noch einen besonderen Schatz, den Museumsmitarbeiter Michael Hölzel eher zufällig entdeckte. So, dieser Block lag einige Jahre in der Ausstellung und dann hat sich mit der Zeit eben hier ein Riss gebildet. Habe dann das Stück selber noch entfernt und dann kam eben dieses schwarze Fragment hier zum Vorschein. Ein Wunschgedanke, vielleicht ist ja ein Stückchen Meteorit. Habe das Ganze dann auch zur Untersuchung weitergeleitet und dabei kam dann heraus, dass eben diese typische Zusammensetzung eines Meteoriten dann auch vorhanden war. Die ganzen Mineralien, die wirklich auch typisch sind für so ein Meteoritenfragment. Nach dem Einschlag lief das Steinheimer Becken relativ schnell mit Wasser voll. Um den Zentralhügel als Mini-Insel in der Mitte lag ein fast kreisrunder, etwa 80 Meter tiefer See. Und das gut 1 Million Jahre lang. Über diese Zeitspanne lagerte sich am Seeboden eine dutzende Meter mächtige Sandschicht ab. Und vieles, was damals in den See fiel, ist bis heute unter diesem Sand versteckt und noch hervorragend erhalten. Deshalb interessieren sich zwei Forscher des Staatlichen Museums für Naturkunde in Stuttgart für diesen alten Sand. Dr. Elmar Heitzmann begutachtet mit seinem Kollegen Dr. Michael Rasser die Fortschritte an der aktuellen Grabungsstelle. Das erinnert ja doch eher so ein bisschen an eine Straßenbaustelle, ist aber eine wissenschaftliche Grabung. Wonach genau suchen Sie denn? Wir haben hier ja ein ganzes Profil aufgeschlossen. Das sind Seeablagerungen eines Sees, der ungefähr 14 Millionen Jahre alt ist. Und in diesem See eingebettet sind jede Menge Fossilien, mit deren Hilfe wir die Verhältnisse damals vor 14 Millionen Jahren wieder rekonstruieren können. Und ganz besonders interessant sind die Schnecken, die da vorkommen. Die sind besonders interessant. Warum? Ja, die Schnecken stellen eine Besonderheit hier im Steinheimer Becken dar, weil sie eine Entwicklung zeigen, eine biologische Evolution. Also wir haben hier im kleinen Rahmen das, was sich weltweit abspielt, nämlich die biologische Evolution nach Darwin, die man hier wirklich erfassen kann. Also man kann wirklich die Finger drauflegen auf die einzelnen Arten, wie sich ein Gehäuse in das nächste entwickelt. Das kann man hier wirklich vor Ort sehen und das kann ich Ihnen auch gerne hier zeigen. Das grobe Werkzeug hat seine Schuldigkeit getan. Ab jetzt zählen Handarbeit, Fingerspitzengefühl und ein gutes Auge. Schnell wird klar, warum die Experten von Steinheimer Schneckensanden sprechen. Die Schnecken sind zwar nicht besonders groß, dafür aber so zahlreich, dass auch Amateure fündig werden. Die sehen jetzt schon sehr unterschiedlich aus hier, die zwei, oder? Genau, das sind jetzt die zwei wichtigsten Formen, die wir hier haben. Diese eine dicke, skulpturierte Form und die andere hohe Form. Das sind die zwei markantesten Arten, die wir hier in dem Becken haben. Und zeigt auch die Vielfalt. Also die sehr schnell, sehr bald nach dem Einschlag hier von dem Meteoritenkrater, wie sich dieser See gebildet hat, hat diese Schnecke hier eine Fülle an Lebensbedingungen vorgefunden. Und so konnte sich hier an Ort und Stelle eine große Vielfalt an verschiedenen Schneckenformen, Schneckenarten entwickeln. Und das kann ich Ihnen hier an dem Stammbaum gleich einmal zeigen, wie das ausgesehen hat. Also wir hatten hier erst einmal eine Form, die kleinste Form, die ganz am Anfang vorgekommen ist. Aus der hat sich dann diese größere Form entwickelt durch einfach Größenwachstum. Ein bisschen danach haben wir durch eine Zunahme dieser Skulpturierung, die man hier sieht, diese größere, kräftigere, dicke Form mit einer starken Skulptur. Und dann wird es richtig spannend, weil aus der wird dann plötzlich durch ein extremes Längenwachstum diese sehr hohe Form hier. Und kurz später die letzte Form, die dann wieder kleiner ist, schmäler ist als die ursprünglichen Formen. Schneckenhäuschen formen Vielfalt.
wie sie sich über 1 Million Jahre veränderte. Und wie kommt es dazu, dass sich diese unterschiedlichen Arten entwickelt haben? Da ist man sich noch nicht ganz sicher. Wahrscheinlich war es eine Anpassung an Fressfeinde. Man kann sich ja vorstellen, es gibt hier sehr viele Funde von Schleim, von Fischen. Und die haben einen Knackgebiss. Und für die Schnecken ist es natürlich von Vorteil, wenn sie groß werden, eine dicke Schale kriegen und eine Skulptur kriegen, dann können sie nicht so leicht geknackt werden von den Fischen. Also, das heißt, das wäre eigentlich ein Paradebeispiel für Evolution im Sinne von Darwin. Vor 14 Millionen Jahren war eine Schneckenart in den neu entstandenen See eingewandert. Und über tausende Schneckengenerationen entstanden aus dieser Pionierspezies, durch Mutation und Auslese, verschiedene Arten. Die Steinheimer Schnecken gelten als einer der ersten Belege für Darwins Evolutionstheorie. Jetzt haben wir uns die Tiere im Wasser schon ein bisschen genauer angeschaut. Was lebt ihr denn drumherum? Wir haben also von den Wirbeltieren ganze Skelette gefunden. Wir haben vollständige Funde, wie etwa diesen Gabelhirschschädel. Gabelhirsch, weil er einfach gegabelte Geweihe hat. Aber es gab natürlich auch ganz exotische Tiere neben diesen Hirschen. Es gab Nashörner, es gab Elefantenverwandte, es gab die dazugehörenden Raubtiere. Mit einem großen Spektrum von kleinen Mardern bis hin zu Säbelzahnkatzen, die damals auch hier in der Gegend vorkamen. Und am Seeufer sicher auch auf Gabelhirschpirsch gingen. Nur 30 Kilometer Luftlinie entfernt war zu dieser Zeit auch der Krater des Nördlinger Rieses mit Wasser gefüllt und bildete einen weitaus beeindruckenderen See. Sah es eigentlich ein Stück weiter im Nördlinger Ries genauso aus wie hier im Steinheimer Becken? Also im Prinzip war die natürlich sehr ähnlich. Nur haben wir hier in Steinheim eine viel bessere Fossildokumentation. Mit Hilfe der Fossilien, die wir hier gefunden haben, können wir die Verhältnisse vor 14 Millionen Jahren ziemlich genau rekonstruieren. Und bei dem geringen Abstand zum Nördlinger Ries kann man schon davon ausgehen, dass es im Ries ganz ähnlich ausgesehen hat. Ganz so aufregend ist die Fauna im Nördlinger Ries heute nicht mehr. Aber Seeufer sind noch immer begehrte Lebensräume, gerade bei Uferschwalben. Sie bauen ihre Brutröhren in den Millionen Jahre alten Sand des Kraterseebodens. Dass der Sand hier an der Oberfläche liegt und die Schwalben das Steilufer als Brutwand nutzen können, verdanken sie allerdings menschlichen Aktivitäten. Der Familienbetrieb Eireiner aus Wemding baut hier schon in der 3. Generation Sand ab. Genau wie im Steinheimer Becken wurde auch der Kratersee im Ries zur Sedimentfalle. Material wurde vom Wind hineingeweht, vom Rand abgetragen, vom Wasser bearbeitet und zu kleinen, wunderbar runden Sandkörnern geschliffen. Die machen diesen Sand zu einem ganz besonderen Rohstoff. Nach kurzem Trocknen wird der Sand in dieser Maschine erst einmal von größeren Steinen befreit. Dann geht es über Förderbänder zur weiteren Reinigung und ins Lager unter freiem Himmel. Schließlich wird die wertvolle Fracht auf einen LKW verladen, der sich aufmacht gen Süden, Richtung München. Ziel der besonderen Sandfuhre? Die Allianz Arena, Fußballstadion des FC Bayern München. Der Start der neuen Bundesliga-Saison steht in wenigen Wochen auf dem Programm. Bevor hier aber das erste Heimspiel angepfiffen werden kann, muss der alte Rasen weichen.
Eine Spezialfirma aus Nordrhein-Westfalen sorgt für das Entsorgen des alten und das Verlegen des neuen Rasens. Ein immenser logistischer Aufwand, der nötig ist, weil die wenigsten Stadiondesigner bei ihren Planungen die Bedürfnisse des Rasens berücksichtigen. Die Nachteile für die Pflanzen muss Platzwart Christian Dienauer irgendwie ausgleichen. Ich bin Greenkeeper beim FC Bayern, zuständig für die Säbener Straße, für die Allianz Arena und für den Campus. Hier wird der Rasen getauscht. Der alte Rasen, der ist ein Jahr alt, kommt der neue rein. Weil hier so unnatürliche Bedingungen sind. Das künstliche Stadion, kein Wind, kein Licht, kein normales Wasser. Um dem neuen Gras trotzdem die bestmöglichen Chancen zu geben, wird der Untergrund frisch präpariert. Mit Sand aus dem Nördlinger Ries. Die über lange Zeit besonders rund geschliffenen Körner kleben nicht aneinander, sondern bieten Zwischenräume für die Belüftung und Entwässerung der Graswurzeln. Ein uraltes Naturprodukt aus Wemding für den Fußballrekordmeister aus der bayerischen Hauptstadt. Das Substrat ist das Wichtigste. Das soll ein rundes Korn haben, der Sand. Der kommt von der Firma Eirainer vom Nördlinger Ries. Der hat gute Eigenschaften, Wasser kommt durch. Er wird nicht wie Beton, sondern er ist einer der guten Sande. Untergrund ist wichtiger wie das Gras oben. Gras ist Optik und das Wohlbefinden für einen Spieler, dass er meint, er ist auf so einem Teppich. Und nachdem der Riessand geglättet wurde, kann der neue Teppich für die Spieler ausgerollt werden. Sobald die letzten Stücke verlegt und zurechtgerückt sind, wird mit einer Walze nochmal drüber gebügelt. Christian Dienauer baut darauf, dass sich der Aufwand auch für die Mannschaft auszahlt. Der Ball ist viel schneller wie in anderen Stadien. Das ist ganz wichtig für unsere Mannschaft. Heimvorteil. Ein paar Stockwerke über dem Spielfeld beherbergt die Allianz Arena die FC Bayern Erlebniswelt. Ein Museum, in dem die Erfolge heutiger und früherer Spieler gefeiert werden. Fußballheld aus dem letzten Jahrhundert. Gerd Müller. Einer der prominentesten Bayern-Spieler und Weltmeister von 1974. Seine Karriere begann allerdings nicht in München. Gerd Müllers altes Originaltrikot ziert das Wappen des TSV Nördlingen. Hier, in diesem Haus an der Berger Straße in Nördlingen, wuchs der Rekordtorschütze auf und kickte womöglich schon als kleiner Bub auf genau dieser Straße. Ob Gerd Müller auch Ausflüge in die Umgebung zum Blumenpflücken unternahm, wissen wir nicht. Gelegenheit dazu hätte er hier im Ries aber auf jeden Fall gehabt. Oh, ist das herrlich. Herrlich hier. Ja. Gemütlich. Und schön, ne? Ja. Wobei das jetzt hier tatsächlich Pflanzen sind, die gefühlt eigentlich fast überall wachsen. So aller Welt Pflanzen. Mhm, ja, genau. Ja. Kommt mir auch so vor. Es gibt aber auch welche, die wachsen nur auf ganz speziellen Böden. Die brauchen zum Beispiel besonders viel Kalk oder Granit. Ah, okay. Und jetzt wurde durch den Einschlag hier praktisch der ganze Boden mehr oder weniger umgekrempelt. Und deswegen sieht es hier drin ganz anders aus als zum Beispiel auf der Schwäbischen oder auf der Fränkischen Alb. Genau. Das heißt, botanisch gibt es hier einiges zu entdecken. Sieht idyllisch aus. Aber außer Mohn schafft es kaum mal ein Wildkraut, auf intensiv genutzten Äckern zur Blüte zu kommen. Doch an manchen Ackerrändern kann man mit etwas Glück das unscheinbare, sehr seltene Hasenohr oder das deutlich glamourösere Adonisröschen entdecken.
Durch den Einschlag entstand nämlich nicht nur Suevit. Der Boden wurde umgegraben, durchmischt. Tiefliegendes Grundgestein kam plötzlich an die Oberfläche. Und so ist im Ries auch für die unterschiedlichsten Pflanzengeschmäcker immer etwas dabei. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Standorte im Ries. Dort, wo es etwas feuchter ist, gedeihen zum Beispiel Trollblume und Mondraute. Eine urtümliche und inzwischen leider extrem selten gewordene Farnart. Im Mai beginnen viele Orchideen zu blühen. Manche besonders farbenfroh, wie das Brandknabenkraut. Andere, wie das Zweiblatt, in dezentem Grün. In Variationen von Lila erstrahlen verschiedene Knabenkrautarten. Jedes Jahr im Mai ist auch das kleine Städtchen Wemding von Blütenpracht erfüllt. Allerdings von einer exotischen. Die Wemdinger feiern das Fuchsienfest. Aber was hat ein bayerisches Dorf mit einer Blume zu tun, die erstmals 1696 von einem Franzosen in der heutigen Dominikanischen Republik gefunden und beschrieben wurde? Und wieso widmen die Wemdinger der Fuchsie ein ganzes Festwochenende? Nun, diese Pflanze wurde von ihrem Entdecker Charles Plumier zu Ehren eines frühen deutschen Botanikers auf dessen Namen getauft. Er hieß Leonhard Fuchs und stammte aus diesem Haus am Wemdinger Marktplatz. Als Leonhard Fuchs im 16. Jahrhundert in ganz Süddeutschland auf Pflanzenjagd ging, profitierte er dabei auch von der Geologie des Rieses. Die unterschiedlichen Böden lieferten ihm viele verschiedene Arten auf engem Raum. Seine botanischen Streifzüge bildeten die Grundlage für ein einflussreiches Standardwerk der Botanik im 16. Jahrhundert. Fuchs verfasste das Neue Kräuterbuch mit aufwendigen Illustrationen. Er ließ naturgetreue Holzschnitte anfertigen, die kunstvoll von Hand nachkoloriert wurden. Von Wemding zog es Fuchs 1535 nach Tübingen, wo er eine Professur für Medizin bekam. Und dort an der Universität bis zu seinem Tod noch gut 30 Jahre lehrte. Das ist schon ein ziemlich fesches Outfit, das so ein Professor im 16. Jahrhundert getragen hat. Aber ich leg das Ganze jetzt einfach mal ab. Hinter sehr sicher verschlossenen Türen verwahrt Alexander Rosenstock in der Stadtbibliothek Ulm einen ganz besonderen Schatz. Herr Rosenstock, ich sitze hier vor diesem Buch, bin jetzt schon beeindruckt. Was ist das Besondere an diesem Buch? Das Besondere an diesem Buch ist nicht nur, dass es aus dem Jahr 1543 ist. Aha. Das Besondere ist auch nicht, dass es sehr gut erhalten ist, sondern das Besondere daran ist, dass das Handexemplar von Leonhard Fuchs persönlich ist. Mit meinen Fingern berühre ich jetzt quasi das Original von Leonhard Fuchs, was er in der Hand gehabt hat vor 500 Jahren? So ist es. Puh, das war schon ziemlich ehrfürchtig. Das darf man sein an der Stelle. Wenn man den Aufbau des Buchs sieht, das ist eigentlich gefühlt fast wie so ein Bestimmungsbuch heute. Ich sehe, wie das Kraut aussieht. Ich erfahre was über die Blütezeit. Hier, wenn man den Text liest, erfahre ich ja auch was über die Anwendung. Wir kennen sowas als Bestimmungsbuch heutzutage. Mhm. Leonhard Fuchs war Mediziner, er war Medizinprofessor, er war Wissenschaftler, er war Forscher. Er wollte einen Beitrag leisten zur Botanik als Hilfswissenschaft zur Medizin. Das Buch richtet sich an Gelehrte in erster Linie und an einen sehr überschaubaren, vielleicht auch erlesenen Kreis von Zeitgenossen, die sich sowas haben leisten können. Und das waren halt nicht sehr viele. Die Medizin war in der Hauptsache Heilkunde mit Kräutern. Und dann ist ja hier in dem Buch auch was zu finden, das Bilsenkraut, was ja irgendwie so ein bisschen eigentlich mir so bekannt ist als Hexenkraut. Ja, das war es wohl. Als solches wurde es auch geführt, das Bilsenkraut als Bestandteil der Hexensalbe zum Beispiel. Richtig ist, dass Bilsenkraut auch ein Schmerzmittel, als Schmerzmittel angewendet worden ist. Und die Wirkung hängt von der Dosis ab. Also manches wirkt gut, wenn man es nicht übertreibt. Ja? Und wenn man es übertreibt, kann es auch sein, dass man
die Wirkung nicht überlebt. Weshalb Fuchs auch ausdrücklich darauf hinweist, dass es mit guter Bescheidenheit zu nutzen und anzuwenden. Das schreibt er dann hier in dem Text. Ne? Und wenn man dann hier weiterguckt, interessant auch dieser Satz: Das habe ich gemeldet von der Landstreicher wegen, die zu Zeiten ungeschickt mit den Bilsen umgehen. Was ist damit gemeint? Ungeschickt gehen sie mit den Bilsen insofern um, als sie natürlich Geld verdienen wollen, als sie nicht qualifiziert sind aus medizinischer Sicht. Sie sind Quacksalber. Die Landstreicher. Die Landstreicher und machen das schnelle Geld, indem sie dem unkundigen Bedürftigen etwas verordnen, was dem ohne weiteres gut tut. Ja, und das Maiglöckchen, das wäre ja auch noch so ein Kandidat. Auch beim Maiglöckchen ist es so, dass man mit der Dosierung sehr aufpassen musste. Und es ist ja tatsächlich so, dass kräuterkundige Frauen, die noch kurz nach den Zeiten von Leonard Fuchs mit solchen Kräutern umgegangen sind, gerade in Nördlingen in Teufels Küche kamen. Was Ende des 16. Jahrhunderts genau in der Stadt geschah und welche Rolle der Rieskrater dabei spielte, hoffe ich von Wilfried Sponsel zu erfahren. Der Stadtarchivar ist Herr über alle noch erhaltenen amtlichen Aufzeichnungen von damals. Wenn man anderen mit Kräutertees oder auch Tinkturen helfen kann, ist das ja eigentlich erstmal was Gutes. Speziell hier in Nördlingen war das im 16. Jahrhundert allerdings lebensgefährlich. Warum? Also es ist in der Tat so, dass es eine große Kunst von einzelnen Frauen war, sich mit Kräutern auszukennen und die entsprechend anzuwenden. In Nördlingen wissen wir, da gab es eine Frau namens Margareta Frickinger, die beherrschte genau diese Kunst. Allerdings im Jahre 1590 wurde ihr das genau zum Verhängnis, weil sie einem Mann eine Tinktur gab, von der sie überzeugt war, dass sie ihm hilft, weil er Schmerzen hatte. Der Mann erkrankte, hat ihr zum Vorwurf gemacht, dass genau das Mittel, das sie ihm gegeben hätte, daran schuld sei. Und da sah sie sich ganz schnell dem Vorwurf der Hexerei bezichtigt. Und in ihrer Aussage vor dem Rat der Stadt sagt sie, und da haben wir eben hier in den Akten eine schöne Stelle, dass sie ihm nur ein Maienblümlein Wasser gegeben habe. Und wie lief so ein Hexenprozess ab? Es erfolgt eine erste Befragung und sie wird ermahnt, die Wahrheit zu sagen. Und das Ganze läuft unter dem Begriff der gütlichen Aussage oder der gütlichen Befragung. Und dann finden die Befragungen eigentlich eine Steigerung. Sie werden immer massiver, sie werden immer konkreter. Natürlich wollen aber die Richter ein Geständnis haben. Und wie bekomme ich ein Geständnis? Ich kann ein Geständnis unter Folter erzwingen. Und die Folter, das war dann die sogenannte peinliche Befragung. Denn wenn man Daumenschrauben angelegt bekommt, der sogenannte spanische Stiefel, wenn also an den Oberschenkel Eisenplatten angelegt werden und durch diese Eisenplatten Schrauben durchgebohrt werden, die also dann ins Fleisch eindringen, dann denke ich, ist man sehr schnell zu einem Ergebnis gekommen. Fast alle Akten von damals sind bis heute erhalten. Wie geht es Ihnen, wenn Sie diese Schriftstücke in den Händen halten und so ganz genau nachvollziehen, was damals passiert ist? Sehr emotional. Wir haben sehr, sehr persönliche Zeugnisse, wie zum Beispiel Briefe der Rebecca Lemb aus dem Gefängnis an ihre Familie. Aha. Mein Herz, lieber Schatz, sei ohne Sorge. Selbst wenn mich 1000 von Ihnen vor Gericht nennen, so bin ich unschuldig. Oder es mögen alle Teufel kommen und mich zerreißen. Und sollte man mich auch unter Folter befragen, so konnte ich nichts bekennen, selbst wenn man mich in 1000 Stücke zerrisse. Sie hat, weil sie die Schmerzen wohl nicht ausgehalten hat, relativ schnell ein Zeugnis abgelegt. Ihr letzter Gang war also der Gang auf den Scheiterhaufen. Und dieser Scheiterhaufen, der stand hier, auf der Marienhöhe, knapp außerhalb der Nördlinger Stadtmauern. Auch dieser geschichtsträchtige Ort hat wieder etwas mit Geologie zu tun. Der Hexenfelsen wurde erst durch den Asteroideneinschlag nach oben gedrückt. Als der Krater sich mit Wasser füllte, ragte der Fels bis knapp unter die Seeoberfläche. An seinen Rändern wuchsen Grünalgen, deren Kalkskelette man hier noch als unebene Schicht erahnen kann. So kamen die Nördlinger zu einem perfekten Galgenberg,
Eine Hinrichtungsstätte, die, damals noch unbewaldet, schon von Weitem zu sehen war und so möglichst abschreckend wirken konnte. Auch in der Stadt begegnen die Nördlinger heute noch täglich den Schauplätzen der Hexenverfolgung. Im Rathaus wurden die Urteile gesprochen und dem Volk verkündet. Die Ziertreppe aus Suivit wurde später im 17. Jahrhundert hinzugefügt. Die wohl berühmteste Hexe Nördlingens und gleichzeitig eine Art Heldin der Stadt war Maria Holl, damals Wirtin des Gasthofs Krone. Sie wurde denunziert, 62 Mal gefoltert und legte doch kein Geständnis ab. Da sie auch keine neuen Mittäterinnen angab, kam die Hexenjagd im Jahr 1598 in Nördlingen zum Erliegen. Ein Brunnen erinnert noch heute an die standhafte Frau. Eine ganz schön finstere Zeit damals. Für mich als Meteorologe wäre das gar nichts gewesen, denn jede Deutung zukünftiger Ereignisse galt als Wahrsagerei und die war eben verboten. Auch Wahrsager wurden der Hexerei bezichtigt. Also ich bin ziemlich froh, dass ich damals noch nicht gelebt habe. Und wenn sich dann womöglich noch der Mond verfinsterte, dann konnte das ja eigentlich nur Teufels- oder Hexenwerk gewesen sein. Wenn es also damals zu einer partiellen Mondfinsternis kam, dann war das für die meisten Menschen ein richtig beängstigendes Schauspiel. Heute empfinde ich das hingegen als ganz großes Highlight. Deshalb warte ich auch schon ganz ungeduldig darauf, dass die Sonne endlich unter und der Mond aufgeht. Denn an diesem Abend ist im Nördlinger Ries zu beobachten, was passiert, wenn der Vollmond so passgenau hinter der Erde vorbeifliegt, dass er dabei zum Teil durch den Erdschatten wandert. Auf seiner Bahn bewegt sich der Mond dann langsam wieder aus dem Schatten heraus und ist innerhalb einer Stunde auch schon wieder voll. Toll, dass wir das ausgerechnet vom Ries aus so gut beobachten konnten. Denn zwischen Ries und Mond besteht eine ganz besondere Beziehung. Die Mondlandungen der NASA waren ein Meilenstein in der Geschichte der Menschheit. Und auch dabei spielte das Nördlinger Ries eine wichtige Rolle. Es gibt eindeutig bequemere Plätze als so einen Hammer. Trotzdem haben so oder so ähnlich hier schon ganz andere gesessen. Geologen, klar, aber auch Astronauten. Alan Shepard auf Hammer sitzend im Nördlinger Ries. Der fünfte Mensch auf dem Mond und der erste Amerikaner überhaupt im Weltall. Inzwischen ist zwar im wahrsten Sinne des Wortes schon ein bisschen Gras über die Sache gewachsen, doch genau hier, im ehemaligen Steinbruch in Otting, waren 1970 die Männer von Apollo 14 unterwegs. Der Besuch aus Amerika sorgte damals natürlich für großen Rummel. Und selbst heute weht noch ein Hauch von Geschichte durch den stillgelegten Steinbruch. Ich wandle also gerade auf den Spuren von Leuten, die den Mond betreten haben. Aber was genau hatte das Nördlinger Ries denn nun mit der Erforschung des Mondes zu tun? Um mehr darüber herauszufinden, muss ich zum Glück zwar nicht bis zum Mond, aber immerhin nach Berlin. Dort bin ich mit einem Zeitzeugen verabredet, der damals zusammen mit den Apollo-Astronauten im Ries unterwegs war. Auf meinem Weg durch die Hauptstadt begegnet mir ein alter Bekannter. Suivit. Das Berliner Haupttelegrafenamt wurde Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut. Mit Suivit aus dem Nördlinger Ries. Noch etwas älter ist das Museum für Naturkunde. Mein Gesprächspartner war lange Jahre sein Direktor.
In der Eingangshalle beeindruckende Saurier. Die haben ja auch so ihre Erfahrungen mit Asteroiden hinter sich. Deshalb ist die Meteoritensammlung auch gleich um die Ecke. Inklusive Infos zum Einschlag im Nördlinger Ries. Für die Wissenschaft ist das Ries ein Krater von Weltrang. Seit Jahrzehnten forscht er an solchen Einschlägen. Ein Asteroid wurde schon nach ihm benannt. Genauso wie das neu entdeckte Mineral Stöfflerit. Professor Dieter Stöffler. Als Sie angefangen haben, Geologie zu studieren, ging man meines Wissens noch davon aus, dass das Nördlinger Ries von einem Vulkan erschaffen wurde, richtig? Absolut richtig. Ich erinnere mich an eine Exkursion, die ich als junger Student im Jahre 1958 ins Nördlinger Ries durchgeführt habe, mit einem Professor Georg Wagner, der also natürlich nur vulkanische Dokumente uns zeigte, nicht wissen, dass es in 2 Jahren schon danach zu Ende sein wird mit dieser Theorie. Und dann kam einer und hat alles über den Haufen geworfen. Es ist dieser amerikanische Kollege Gene Shoemaker nach Deutschland gereist. Im August 1960 ist ins Nördlinger Ries, hat sich im Suivid, in diesem Gestein, was hier auf dem Tisch ist, eine Probe genommen und fand ein Mineral, was den Namen Coesit trägt und nichts anderes ist als eine Hochdruckmodifikation des ganz simplen Minerals Quarz. Und diese Entdeckung hat dazu geführt, dass man sofort wusste, das kann nicht durch einen Vulkan passieren. Niemals. Man braucht ungefähr 350.000 Atmosphären, um dieses Mineral zu produzieren aus Quarz. Und das geht nur in Impactkratern. Und somit war mit einem Schlag klar, das Nördlinger Ries ist kein Vulkankrater, sondern ist ein Impact, ein Einschlagskrater. 1970, also 10 Jahre später, bekam das Ries nochmal hohen Besuch aus Amerika. Astronauten, was war deren Mission? Also diese Astronauten, die damals 1970 im August nach Tübingen und dann nach Nördlingen kamen, die waren ja geplant als Apollo-Astronauten für die nächste Mission. Das war Apollo 14. Und die sollte ins Mondhochland gehen, wo man erwarten konnte, dass Gesteine vorkommen, wie sie im Nördlinger Ries auch vorkommen. Und es war völlig klar, die müssen ins Ries kommen und dort im Gelände üben und schauen, wie sieht ein bestimmtes Gestein, was typisch ist für einen Impactkrater, aus und wie kann ich das am Mond erkennen. Waren das denn gelehrige Schüler? Zunächst mal muss man sagen, sie waren Testpiloten, alle. Das waren ja keine Geologen. Und es waren Typen, so richtige Pfundskerle, würde man sagen. Hier ist Alan Shepard, der Boss von Apollo 14, zu sehen. Hier sehen Sie mich selbst in dem karierten Hemd. Und da auch, rechts neben Shepard und Mitchell. Ja, die Astronauten wurden trainiert und haben sich bemüht, auch mit Lupe und allen möglichen Hilfsmitteln, mit einem Geologenhammer in der Hand, diese Dinge selbst zu machen. Die lachten andauernd und haben Witze gemacht. Sie haben auch geraucht und getrunken, haben das Bier in Nördlingen sehr geschätzt. Also es war eine sehr lustige und sehr unterhaltsame Erfahrung. Sie haben selbst viele Jahre lang für die NASA Mondgestein analysiert. Was war das für ein Gefühl, diese Proben in den Händen zu halten? Also die ersten Proben von 1969 im Oktober, die waren ein Phänomen, was man kaum beschreiben kann. Nicht? Man hat sich versammelt vor diesen Proben, es waren kleine Mengen, die aber auch gar nicht sehr aufregend aussahen. Es sah aus wie irgendein Dreck oder sowas. Dunkel gefärbt und nicht sehr aufregend im Äußeren. Nicht? 5 Institute in Deutschland haben Mondproben untersucht. Ich habe es bis in die 90er Jahre hinein für sämtliche Landestellen der Apollo-Mission habe ich Proben untersucht. Was war für Sie das wichtigste Ergebnis aus diesen Analysen? Dass wir lernen konnten vom Nördlinger Ries für den Mond und umgekehrt. Dass man die Entwicklungsgeschichte der Oberflächen der Planeten besser verstehen konnte, dass die Erde nicht mal als geschlossenes System betrachtet wurde, sondern als offenes System, was in Wechselwirkung steht mit dem gesamten Planetensystem. Es hat geknallt am laufenden Band. Es sind Rieseneinschläge passiert auf allen Planeten, auch auf der Erde, die wir aber heute nicht mehr sehen. Und das ist die Botschaft des Mondes. Krater über Krater. Irre, sich vorzustellen, dass Menschen wirklich da oben waren und auch noch Gesteinsproben mitgebracht haben.
Das ist ja der absolute Hammer. Der sieht aus wie Sui Vit, ist es im Prinzip auch, aber der hier, der kommt vom Mond. Echtes Mondgestein und das hier im Rieskrater-Museum in Nördlingen. Und das ist nicht irgendein Gesteinsbrocken, nein, das ist Impaktgestein, was wirklich durch einen Asteroideneinschlag entstand. Das ist hier der Sui Vit und man sieht hier wirklich die Ähnlichkeit zum Mondgestein. Und das heißt, sie konnten die Ähnlichkeit erkennen. Und als sie dann oben auf dem Mond waren, haben sie tatsächlich die richtigen Stücke eingesammelt und zur Erde mitgebracht. Und die NASA hat zum Dank für dieses gute Coaching diesen Gesteinsbrocken dem Museum hier vermacht. Wie ich finde, großartig. Außerdem gibt es hier noch andere faszinierende Steine zu sehen. Bruchstücke von Asteroiden, also Meteoriten, aus aller Welt. Und welches ist jetzt eigentlich der Ries-Meteorit? Der da? Oder vielleicht einer von denen hier? Von unserem Asteroiden haben wir leider gar nichts gefunden. Also beim Einschlag komplett verdampft? Leider. Boah. Aber dann sprechen wir natürlich auch von sehr, sehr hohen Geschwindigkeiten. Wie schnell war der vermutlich? Also wir schätzen so zwischen 20 und 30 Kilometer pro Sekunde. Und das bedeutet ja, wenn man es umrechnet in Kilometer pro Stunde, 72.000 bis 108.000 Kilometer pro Stunde. Ich würde mal sagen, zügig. So kann man das sagen, ja, absolut. Boah, und wie groß und wie schwer wird der gewesen sein? Also wir vermuten Durchmesser 1 Kilometer, vergleichbar Altstadt von Nördlingen. Okay. Und geschätztes Gesamtgewicht 3 Milliarden Tonnen. Boah, das ist ordentlich. Also da kann man sich erklären, warum dann so ein Krater entsteht. Absolut, ja. Boah. Ja. Noch mehr über die Physik solcher Einschläge zu erfahren, darum geht es in der praktischen Forschungsarbeit von Professor Detlef Koschny und seinen Kollegen. Es mag auf den ersten Blick aussehen wie die Werkstatt eines ambitionierten Bastlers. Aber was Koschny und seine Mitstreiter tun, könnte eines Tages dazu beitragen, die gesamte Menschheit vor der Auslöschung zu bewahren. Wir sind hier im Labor vom Lehrstuhl für Raumfahrttechnik in München und was wir hier machen unter anderem sind Versuche, wo wir künstlich Krater auf verschiedene Oberflächen erzeugen. Da geht es um die Frage, zum Beispiel, wie entstehen Krater auf dem Mond oder aber sehr spannend im Moment die Frage, wie kann ich zum Beispiel einen Asteroiden durch einen künstlichen Einschlag ablenken. Der Versuchsaufbau ist im Prinzip eine Kanone, wie ein kleines Schießgewehr, nur dass wir viel schneller schießen können mit einigen Kilometern pro Sekunde. Projektile aus unterschiedlichem Material und von unterschiedlicher Größe simulieren dabei verschiedene Asteroidentypen. So können die Wissenschaftler maßstabsgetreu überprüfen, wie sich bestimmte Einschläge auswirken. Für uns simulieren die Forscher heute einen ganz besonderen Einschlag. Wir haben die Gesteinsschichten des Rieses vor dem Einschlag im Maßstab 1:1 Million nachgebaut. Kalk auf Sandstein und Ton, darunter Granit. Nun wollen wir sehen, was so ein Hochgeschwindigkeitsgeschoss damit anstellt. Es sieht nach nicht viel aus. Aber hätten wir die Stadt Stuttgart im selben Maßstab verkleinert, wäre sie jetzt weg. Einem solchen Ereignis wollen Koschny und die European Space Agency vorbeugen. Eine der Sachen, warum wir das machen, ist, wir wollen zum Beispiel herausfinden, was passiert, wenn ich mit einem Satelliten auf einen Asteroiden drauf schieße, um den aus seiner Bahn abzulenken. Da ist die Frage, wie viel von der Energie von meinem Satelliten wird denn wirklich zum Wegschieben des Asteroiden verwendet? Und das untersuchen wir hier im Labor. Guter Plan. Von Noordwijk in den Niederlanden aus koordiniert die ESA die Suche nach Problemasteroiden und forscht nach Möglichkeiten, was man dagegen tun könnte, falls ein Asteroid irgendwann in Zukunft auf Kollisionskurs mit der Erde sein sollte. Um Asteroiden zu finden, muss ich einfach nachts an den Himmel schauen. Und wir benutzen dazu sogenannte Überwachungsteleskope, die möglichst schnell den ganzen Nachthimmel einmal abscannen und da nach diesen
Asteroiden zu suchen. Und wenn wir dann welche finden, dann sieht das so aus, wie wir das hier auf dem Bild sehen können. Die Punkte sind alles Sterne. Und durch das Bild durch bewegt sich jetzt ein Punkt. Und das ist so ein typischer Asteroid, wie er von unseren Teleskopen aufgenommen wird. Wenn wir jetzt einen Asteroid entdeckt haben, den wir vorher noch nicht kennen, dann ist das Erste, dass wir berechnen, ob der denn eine Möglichkeit hat, mit der Erde zusammenzustoßen. Jetzt sieht man also, wie dieses Objekt der Erdbahn nahe kommt. Die weiße Linie ist die Erde oder die Bahn der Erde. Das Gelbe ist der Asteroid. In diesem Fall ist nichts passiert, weil die Erde an einer anderen Stelle in der Umlaufbahn ist als der Asteroid. Wenn die Chance besteht, die kann sehr klein sein, aber wenn sie besteht, dann kommt das Objekt in eine sogenannte Risikoliste. Was wir jetzt hier sehen, ist der Name des Objekts. Ich sehe hier, wie groß das Objekt ungefähr ist und wann es auf die Erde treffen kann. Da steht 2019. Das ist also gar nicht mehr so lange hin. Könnte er auf die Erde treffen? Gott sei Dank nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 11.000 und ein bisschen was. Also ich würde mir da jetzt noch keine größeren Sorgen machen. Wenn nun aber doch einmal Kollisionsgefahr besteht, wollen Koschny und Co. den Asteroiden aus der Bahn schubsen. Darauf bereiten sie sich in einem Modellversuch vor. Was wir jetzt hier sehen, ist ein Modell von einem Doppelasteroiden, von einem Binärasteroiden. Das ist ein Modell von dem Asteroidensystem Didymos. Und der schaut ziemlich ähnlich dem aus, was auch vor vielen Millionen Jahren im Nördlinger Ries eingeschlagen ist. Damals konnten wir nichts dagegen tun. Was wir hier probieren mit diesem Test-Setup, ist, dass wir simulieren, wie wir jetzt mit einem Satelliten innerhalb dieses Systems der Asteroiden navigieren können, um uns eventuell darauf vorzubereiten, so einen Asteroiden aus seiner Bahn abzulenken. Die Kamera spielt hier die Rolle des Satelliten und der Roboterarm führt die Steuerungsbefehle aus, die die Wissenschaftler von der Erde ins All funken würden, um den Asteroiden an der richtigen Stelle zu treffen. Wenn ein möglichst schwerer Satellit mit hoher Geschwindigkeit auf einen Asteroiden trifft, könnte er ihn so weit ablenken, dass der Asteroid an der Erde vorbeifliegt und uns das Schicksal derer erspart bleibt, die vor 15 Millionen Jahren in der Riesgegend lebten. Für die Tiere und Pflanzen war der kosmische Treffer damals absolut katastrophal. Aber aus der Katastrophe ergab sich auch eine neue Chance. Das Ries als Kornkammer gäbe es ohne den Einschlag nicht. Mit dem Mähdrescher ist so ein Getreidefeld schnell abgeerntet. Vor nicht einmal 100 Jahren sah das noch ganz anders aus. Beim Schnitterfest in Mayingen haben Sven und ich Gelegenheit, am eigenen Leib zu erfahren, was für Generationen von Riesbewohnern zum harten Alltag gehörte. Kraft, Ausdauer und vor allem Technik sind gefragt. Sie machen das sehr gut. Da braucht es eigentlich unsere Hilfe kaum. Aber dann müssen wir doch noch mal selbst ran an die Sense. Und das auch noch vor Publikum. Jungs, bleib dran. Nee. Fürs erste Mal gar nicht so schlecht, oder? Immerhin haben wir das kleine Feld im Hof des Klosters Mayingen schon fast komplett abgeräumt. Nebenan wird kurz danach eine deutlich fortschrittlichere Methode vorgestellt. Ernten wie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Lanz Bulldog zieht ein Gerät,
das zwar noch kein Mähdrescher ist, aber immerhin kann es in einem Arbeitsgang mähen und sogar automatisch Garben binden. Es ist ein Bindemäher. Nach getaner Arbeit sollte man entspannen und vor allem sich stärken. Ach, das ist ja herrlich, ne? Wenn die Ernte so abgeschlossen ist, dann kann man so mal ein bisschen die Früchte der Arbeit genießen. Ne? Also zumindest ein bisschen geholfen haben wir hoffentlich, oder? Ja, ich glaube schon. Das Schöne ist ja auch, dass man aus Getreide nicht nur das Brot macht, sondern es auch in flüssiger Form genießen kann. Genau, Bier ist eine Option. Es geht aber auch hochprozentiger als Gin zum Beispiel. Ah, sehr schön. Und der verdankt ja seinen Geschmack nicht nur dem Getreide, sondern auch einer Zutat, die ebenfalls auf den Asteroideneinschlag zurückzuführen ist. Am südlichen Kraterrand wächst die wahrscheinlich wichtigste Zutat für einen guten Gin, Wacholderbeeren. Jedes Jahr im Herbst zieht Familie Scheible mit Freunden und Verwandten los, um die stacheligen Zweige um ihre würzigen Beeren zu erleichtern. Karl Scheible hatte die Idee, für seinen Gin möglichst viele regionale Zutaten zu nutzen. Seine Töchter helfen nicht nur beim Sammeln der Beeren, sondern managen auch Vertrieb und Marketing des treffend benannten Endprodukts, Krater Nostra. Noch vor Ort wird mehrfach gesiebt, um Zweige und Nadeln so gut es geht von den Beeren zu trennen. Der Ort, an dem wir sammeln oder hauptsächlich sammeln für unseren Gin, hat als Untergrund Sui Vide. Wir hatten festgestellt, dass die geschmackliche Breite von diesen Beeren, die wir hier sammeln, wesentlich größer ist als die aus dem Mittelmeerraum. Ist etwas herber, ja, das schon, aber hat eine größere geschmackliche Vielfalt. Wir gehen davon aus, dass dieser besondere Geschmack dieser Beeren mit dem Untergrund zu tun hat und damit natürlich mit der Rieskrater-Katastrophe. Bevor die neue Ernte in den großen Kupferkessel darf, prüft Karl Scheible die Beeren noch einmal auf ihr Aroma. Eine Probedestillation in kleinem Maßstab dient der Qualitätssicherung. Die richtige Temperatur, ein wenig Geduld und fortlaufende Geschmackstests gehören dazu. Ich habe während des Destillationsvorgangs immer wieder schon mal meinen Finger reingehalten und mal einen Tropfen probiert. Und es schmeckt nach Wacholderbeeren und nicht nur nach Wacholderbeeren, sondern es schmeckt auch harzig, fruchtig. Es war letztes Jahr hervorragend, ist dieses Jahr auch wieder hervorragend. Es ist schon erstaunlich, dass ein Ereignis, was derart lange schon zurückliegt, noch heute seine Auswirkungen hat und in diesem Fall schmeckbare Auswirkungen. Ah, ein Gin mit Krateraroma. Mhm. Also ich muss mal probieren. Ich kann quasi die geologischen Ereignisse von vor 15 Millionen Jahren schmecken. Wie gesagt, weitreichende Folgen. Und alles den Stein zu verdanken. Ja. Zum Wohl. Aufs Nördlinger Ries. Und seine Bewohner. Genau. Ach so, und auf den Regisseur. Die Kamerakollegen. Auf den Ton. Die Musik. Auf die Trickmacher. Den Schnitt. Und auf die Produktion. Die Redaktion. Und auf Sie. Die Zuschauer. Prost. Prost.